ich kann mir vorstellen, Sie beneiden Rudi Anschober nicht um seinen Job, obwohl Sie gerne nicht. Gesundheitsministerin waren. Ich war sehr gerne Gesundheitsministerin. Schönen guten Abend. Ich war sehr gerne Gesundheitsministerin, aber ich beneide keinen Politiker und keine Politikerin in diesen schwierigen Zeiten, weil es betrifft ja nicht nur den Gesundheitsminister, es betrifft ja alle Politikbereiche. Und in der Zwischenzeit wissen wir, die Wirtschaft ist in einer großen Krise, der Tourismus, also jeder Minister hat es im Moment schwer. Und noch dazu, wo die Vorhersagen so schwierig sind, selbst für die Expertinnen und Experten. Auch Sie sind überrascht gewesen über diesen enormen Anstieg im Laufe der vergangenen Woche, mit dem hat niemand gerechnet und er ist passiert. Und daher war es notwendig, auch wenn es mich hart getroffen hat. Wir haben den großen Journalistinnenkongress, der morgen und übermorgen gewesen wäre, also den Galaabend verschieben müssen. Und den Kongress mussten wir übers Wochenende komplett online umstellen. Das heißt, das war ein Kraftakt mit allen Beteiligten, auch ein Online-Kraftakt, weil wir das auch über das Wochenende gemacht haben. Aber es war richtig und es war notwendig. Ich denke, es ist sehr, sehr vernünftig. Frau Kallert, ich sage jetzt mal, ist es salopp formuliert schon ein paar Tage her, dass Sie Gesundheitsministerin waren, aber Sie kennen das Ministerium natürlich auch. 13 Jahre. Sehr gut. Was für Verwirrung sorgt, sind die Angaben über die Intensivbetten, die es in Österreich gibt. Gestern haben Intensivmediziner wieder Alarm geschrien, dass generell schon ohne Corona zu 80% die Betten voll sind. Woher kommen diese unterschiedlichen Angaben? Wie ist das zu erklären? Na, das kann man schon erklären. Es wurde ja immer wieder bei uns diskutiert, auch in meiner Zeit, dass wir viel zu viele Intensivbetten haben, dass wir überhaupt zu viele Spitalsbetten haben. Jeder Rechnungshof hat das kritisiert auch immer. Ja, natürlich. Und das kommt natürlich daher, dass man immer Betten, Spitalsbetten und Intensivbetten vorhalten muss. Vorhalten bedeutet für Katastrophenfälle. Es kann ein Eisenbahnunglück sein, es kann ein Riesentunnelunglück sein, es kann eine Pandemie sein oder eine Epidemie, die vielleicht nicht weltweit ist, aber in Österreich grassiert. Und da sieht man, dass es notwendig ist. Zuerst die Spitalsbehandlung und dann natürlich für einige Menschen, insbesondere die mit Vorerkrankungen, ein Intensivbett. Und daher sind wir froh, dass wir ein sehr gutes Gesundheitssystem haben, dass wir nicht zu viele Betten abgebaut haben. Wir haben Betten abgebaut und dass wir immer wieder Betten vorhalten können. Im Frühjahr war es so, dass die Regierung ja schon sehr früh versucht hat, alle nicht notwendigen Eingriffe zu verschieben. Das heißt, den Auftrag gegeben hat an die Krankenhäuser. Da waren wir sehr früh dran. Aber das wurde kritisiert. Aber das ist auch zu dramatischen Situationen gekommen, weil viele Menschen, die Betreuung gebraucht haben, leider nicht bekommen haben. Und das wurde sehr viel kritisiert dann daraufhin. Und es gab sicher auch Kollateralschäden, was Herzinfarkte anbelangt, die zu spät behandelt wurden. Möglicherweise Krebserkrankungen, die zu spät erkannt wurden oder später erkannt wurden, als man das sonst vielleicht getan hätte. Und daher hat die Regierung verständlicherweise jetzt gezögert. Und wenn man jetzt fragt, hätte es nicht eine Woche früher sein sollen oder so, Hedi Tadewari ist ein beliebtes österreichisches Spiel. Ich glaube, die Bundesregierung hat sehr vernünftig gewartet, solange das möglich war. Mit dem explosionsartigen Anstieg vergangene Woche haben auch die Expertinnen und Experten nicht gerechnet.